Alright, ladies and gentlemen, welcome back zum Podcast der Entrepreneur University. Und ich kann es gar nicht so richtig glauben, dass wir heute jemanden im Podcast haben, den ich durch die Freundin meines Bruders, liebe Grüße an Carmella, gehen raus, seit längerem verfolge, weil die hat gesagt, ey Robin, den musst du dir angucken, den Typ. Der ist unfassbar spannend, geiler Typ und hat eine richtig, richtig coole Story. Und deswegen ist es kein Wunder, dass ja, unser Interviewgast heute wahrscheinlich so die schnellst wachsende Person auf Instagram ist, mit mittlerweile über 5,6 Millionen Follower innerhalb kürzester Zeit. Und der Grund dafür ist offensichtlich. Die diesen Podcast jetzt hören, können ihn nicht sehen, aber es ist ein Typ im Popstar-Look, der sich für Tiere einsetzt und dann noch, wie gesagt, eine unglaubliche Lebensstory hat, die ich kurz anreißen möchte. Früher erfolgreicher Unternehmer in der Schweiz, so das vermeintliche Traumleben als Unternehmer in der Finanzbranche mit all dem, was man sich so vorstellen kann, ne? Luxusautos, Uhren, Partys und Co. Heute in der Wildnis Südafrikas als Tierschützer unterwegs mit der Leidenschaft und seiner Mission, Tiere in die Herzen der Menschen zu bekommen. Die Rede ist von niemand Geringerem als Dean Schneider und ich bin unfassbar pumped und happy, dass er heute hier ist. Lieber Dean, welcome to the show und bist du ready und hast du Bock? Danke vielmals. Ja, nachdem ich diese wunderschönen und ermutigenden Worte gehört habe von dir, bin ich natürlich super excited und sehr ready für diese Show. Mega, mega. Dean, ich freue mich wirklich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und habe jetzt, wie gesagt, ein bisschen was zu deiner Person im Intro erzählt, würde das aber gerne nochmal aus deiner Perspektive hören. Also uns als Audience, als Community würde natürlich interessieren, wann bist du Unternehmer? Du bist ja auch erst 27, ne? 27 Jahre alt. Wann bist du Unternehmer geworden? Wie hast du es geschafft, so schnell auch so erfolgreich zu werden? Und wie kam dann so dieser plötzliche Lifestyle-Wandel? Vielleicht nimmst du uns da so ein bisschen mit. Okay, ich versuche die Story ein bisschen kurz zu halten, weil ich könnte tagelang über das sprechen. Also es hat eigentlich, da ich in der Schweiz geboren bin, also schon als kleiner Junge eigentlich, war ich schon sehr tierfasziniert. Ich glaube, Steve Irwin ist jedem ein Begriff. Er war der Crocodile Hunter, der australische Tier-Ambassador, der die Tierwelt, die wilde Tierwelt zu mir ins Wohnzimmer gebracht hat. Und das hat mich so fasziniert und eine Passion in mir geweckt, die eigentlich nie mehr verloren gegangen ist. Jetzt leider bin ich natürlich in der Schweiz aufgewachsen. Also nicht leider, in Bezug auf die Tierwelt leider. Mhm. Aber sonst, eine Schweiz ist ein super guter Fleck, um groß zu werden, um Ausbildung zu bekommen und so. Und dafür bin ich auch dankbar. Jetzt meine Welt ist halt ein bisschen anders. Und da ich dann nie eigentlich den Einstieg in die Tierwelt geschafft habe in der Schweiz, bin ich halt einfach einem normalen oder bin ich halt einfach den Zielen gefolgt, den jeder Junge folgt. Also du willst finanziell stabil sein, du willst Geld machen, du siehst all diese Stars und Celebrities, die schönen Autos fahren und die sich alles leisten können. Und so bin ich auch ich in das reingefallen und irgendwie dann in der Finanzbranche gelandet. Habe erstmals ein Jahr bei einer Allfinanz Versicherungsgesellschaft gearbeitet, war sehr erfolgreich da, habe dann mich entschieden, nach diesem Jahr mich selbstständig zu machen, weil ich habe dann ein bisschen das ganze System durchstudiert und habe gedacht, hey, ich könnte das eventuell vielleicht sogar besser machen und selber noch mehr Geld verdienen. Also es war alles sehr geldgetrieben, wenn ich ehrlich bin. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht im Alter von 20, 21 und über die nächsten 3 bis 4 Jahre war ich dann auch sehr erfolgreich, konnte auch viel Geld machen, konnte mir all das leisten, was ich mir leisten wollte und habe dann einfach die Erfahrung gemacht, dass all diese materiellen Dinge, die mich die machen mich alle kurzfristig glücklich. Das heißt, ich habe mir ein Auto gekauft und ich war super pumped und excited und es war so geil, mit einem Maserati rumfahren zu können und ich habe mir gesagt, hey, ich werde niemals da drin rauchen, ich werde dieses Auto jede Woche waschen und ich werde es behandeln, als wäre es mein Baby. Nach 3, 4 Wochen steckst du im Stau und da zündest du dir eine Zigarette trotzdem an. Du sagst dir, ich halte es ganz weit aus dem Fenster, aber gut. Die Appreciation, die Wertschätzung gegenüber dem Materiellen geht verloren mit der Zeit, weil du gewöhnst dich dran. Ja. Und so endet man dann eigentlich oftmals in einem
in einem Teufelskreis, weil du brauchst immer mehr, um dich immer wieder befriedigen zu können, weil das, was du hast, dann das gewöhnst du dich irgendwann und es ist dann so eine never-ending Story. Und so bist du eigentlich immer nur ganz kurzfristig glücklich und baust eigentlich nichts für die Längerfristigkeit oder für die Zukunft auf. Weil schlussendlich das Ziel von uns ist ja, auch wenn es materiell gebunden ist, zum Teil ist nur glücklich zu sein, also die Erfahrung, das Excitement zu haben. Das heißt, du kaufst dir was, damit du dir das Glücksgefühl geben kannst. Ja, Jetzt, cool. wenn wir das Glücksgefühl nur durch materielle Dinge beziehen, wird es auch immer daran haften bleiben. Das heißt, du wirst immer was Neues, Materielles brauchen. Jetzt habe ich mir gesagt, ja, was macht mich sonst glücklich in meinem Leben? Weil jetzt habe ich fast alles das, was ich mit 18 wollte, hatte ich nachher mit 21. Es ging viel schneller, wie ich gedacht habe. Und ich war trotzdem nicht glücklich. Und dann ist mir natürlich das Erste, das mir in den Sinn gefallen ist, ist Tiere. Weil egal, wo ich hingehe, was ich mache, sogar wenn ich in der Finanzbranche arbeitete, wenn ich am Abend nach Hause gehe, das Einzige, was ich mache, ich schalte National Geographic ein und ziehe mir die Tierdokus rein. Jetzt gibt es leider natürlich heutzutage den Steve Irwin nicht mehr und die ganze Tier-Doku, Wildlife-Show, Area, die ist sehr, sehr zusammengefallen, weil sie ist halt von älteren Leuten regiert, von all den Conservationists. Das heißt, es gibt nicht viele junge Leute, die sich dem widmen oder sagen, hey, komm, wir müssen Tiere in die Herzen der Menschen bringen, wir müssen was machen, wir müssen eine Bewegung starten. Und ich habe dann auch in meiner Firma jedes Jahr Reisen gemacht, so Incentives für die Top-Performer. Und im zweiten oder dritten Jahr war das, gingen wir nach Südafrika. Und logischerweise, erstes Mal war ich in Afrika in meinem Leben und habe gesagt, hey komm, ich will, da wir schon hier sind, irgendwas mit Tieren erleben. Ich will irgendwo zu einer Sanctuary gehen, zu einer Auffangstation oder irgendwas, wo mich näher zu den Tieren bringt, wenn ich schon da bin. Und das auch gemacht und das war am zweiten oder dritten Tag und der Trip war etwa 12, 14 Tage und von dem Tag weg war ich dann jeden Tag da, weil es hat mir so gefallen, so nah bei diesen Tieren zu sein. Wir haben die Tiere gefüttert, wir mussten die Tiere von einem Camp zum anderen bringen und so und das hat mir einfach ab dem Rückweg im Flugzeug sind mir die Tränen gekommen, weil ich habe gewusst, hey Scheiße, das ist eigentlich das, für das ich geboren bin und nicht das Leben, das ich jetzt führe. Das heißt, Klasse. ich fliege zurück in mein Leben, was aber eigentlich nicht mein Leben sein sollte. Und ja, zuerst behielt ich das alles für mich, weil jeder kannte mich und wusste, hey, der ist erfolgreich und der hat es geregelt im Leben und der hat Geld und eine Firma und Erfolg und in diesem Alter und jeder war so super stolz auf mich, auch die Eltern und die Freunde. Und denen dann zu sagen, hey, guck, ich schmeiß jetzt alles hin und gehe nach Afrika und lebe meinen Traum, das war nicht ganz so einfach. Und ja, und dann habe ich einfach angefangen, mir das Ganze mir zu überlegen, okay, wenn ich das hinschmeiße, wenn ich das mache, weil es geht nicht auf zwei Spuren. Du kannst nicht eine Firma aufbauen, gleichzeitig ein Wildlife-Movement, weiß ich was machen. Und viele Menschen, die scheitern, weil sie auf zu vielen Hochzeiten tanzen. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich muss mir das einfach ganz genau überlegen, richtig aufbauen. Und wenn ich ready bin, dann geht alles auf eine Karte, alles oder nichts. Und das habe ich dann getan. Mega krasse Story und ich ziehe meinen Hut davor, weil so wenige Menschen wirklich den Mut haben, das zu machen, was sie wirklich selbst machen wollen und immer versuchen, den Konventionen der Gesellschaft gerecht zu werden und gerecht zu bleiben und ein Bild aufrechtzuerhalten, was eigentlich nicht ihr Lieblingsbild ist, in Anführungszeichen, nur damit es anderen gefällt. Jetzt hast du selber gesagt, dass es schwer war für dich, auch diesen Schritt zu gehen. Wie hast du es denn deinen Eltern beispielsweise erzählt? Also nimm uns vielleicht mal in diesen Moment mit, wo du zu deinen Eltern gehst und sagst, ja, Mama, Papa, ich hau ab. Also das Ding war, es war so ein bisschen schleichend, weil ich hatte natürlich meinen Plan. Und da ich der Chef meiner Firma war, konnte ich mir so viele Ferien rausnehmen, wie ich wollte. Das heißt, nach diesem Trip 2 Monate später ging ich wieder nach
Südafrika und habe gesagt, ja, guck, ich mache einfach Ferien, ich brauche noch mal Ferien, ich bin super belastet, also ich stehe unter Last und dies und das. Und dann haben die sich nichts gefragt. Und dann bin ich zurückgekommen, 2 Monate später bin ich wieder nach Südafrika gegangen. Und da haben die gesagt, hey, guck mal, so, also irgendwas ist falsch, hast du einen Burnout oder was ist denn los? Weil so kannst du deine Firma nicht weiter aufbauen und so wirst du deine Hattest du Ziele nicht. eins, sorry, dass ich dazwischen grete, hattest du eins, also warst du von deiner Mentalität auch am Boden oder war das einfach der Drang, dort zu sein? Oder war das, wie war das? Also warst du wirklich auch mental nicht so happy und glücklich zu dem Na Zeitpunkt? ja, es war nicht happy, es war einfach schwierig, hinter verschlossenen Türen das Ganze zu jonglieren, sicherzustellen, dass alle Aufgaben und Verpflichtungen in der Firma funktioniert haben und so und erfüllt worden sind und gleichzeitig etwas aufzubauen, dem ich mein ganzes Leben eigentlich widmen will. Und du kannst nur begrenzt Leute mit einbeziehen, weil du hast es noch nicht offiziell gemacht, du hast noch nicht gesagt, hey, schaut Leute, so ist es und fertig. So die ersten paar Monate war ziemlich schwierig, bis ich nachher dann wirklich gesagt habe oder bis eigentlich meine Eltern oder vor allem auch mein Vater und die besten Freunde von allein drauf gekommen sind und gesagt haben, hey, guck mal, ich meine, es ist ja kein Geheimnis mehr. Du investierst so viel Zeit in dein Südafrika-Projekt. Wir wissen ein bisschen davon, aber das geht schon in eine Richtung, dass es nicht mehr nur ein Hobby ist, sondern es sieht schon fast so aus, dass du das also als deine Lebensaufgabe siehst und du vernachlässigst auch dein Geschäft und so. Und wo dann mehrere Leute so auf mich zugekommen sind, habe ich gesagt, ja, guck, ich bin einfach ehrlich und ich sage, wie es ist. Und entweder versteht man es oder nicht. Und am Anfang, ganz ehrlich gesagt, hat es fast niemand verstanden. Kritisiere ich auch nicht, verstehe ich auch total. Auch vor allem als Eltern, hast einen erfolgreichen Sohn und grundsätzlich glücklich und hat, was er will oder hat was, nicht was er will, aber was viele andere oder die meisten anderen Menschen wollen. Und dann will er das alles auf den Kopf stellen oder besser gesagt wegschmeißen und hinter sich lassen. Plus meine Mutter war halt auch noch so ein bisschen, ah, mein Sohn will jetzt in ein Land gehen, wo andere Gesetze, andere Sprache, andere, er ist so und kennt niemanden da und so. Ja, und halt auch gefährliche Tiere, ne? Also da macht man sich ja irgendwie doch schon als Elternpart Gedanken, oder? Das spielt bestimmt auch Absolut. eine Rolle, oder? Vor allem am Anfang. Eben wie gesagt, das Ding ist, wir Menschen, wir haben immer Angst oder scheuen Dinge, die wir nicht verstehen, über die wir nichts wissen. Sobald wir informiert werden über etwas und wissen, wie die Lage ist oder was die Situation ist, dann haben wir eigentlich keine Angst mehr, weil wir wissen, um was es da geht. Und das ist genau das Gleiche bei mir. Sobald die Leute, inklusive Familie und Freunde, dann mit der Zeit eigentlich gesehen haben, was die eigentliche Mission ist und dass es für mich keinen anderen Weg gibt, als das zu machen, weil das alles ist, was ich machen will. Viele haben auch gesagt, komm, mach doch noch 5 Jahre deine Firma weiter und dann hast du das auf so eine stabile Basis gesetzt, dass du dann dich dann so oder dann stellst du einen an, der deine Firma schmeißt und dann kannst du ja nachher trotzdem noch nach Afrika gehen. Aber für mich mental ist der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, hey, ich weiß jetzt, wo das mein Weg ist und was ich geboren bin. Wieso sollte ich überhaupt noch irgendeine Minute in was investieren, das nicht das ist, oder? Geil, Und geil. mit der Zeit haben die dann das angefangen zu verstehen. Genau das Gleiche wie mit den Tieren. Klar, einen Menschen mit einem Löwen zu sehen oder mit giftigen Schlangen und so, das kann angsteinflößend sein, vor allem wenn es dein Sohn ist. Aber wenn du dann siehst, wie die Tiere auf deinen Sohn reagieren. Du musst dir wie vorstellen, die Tiere, die ihr als wilde Tiere sehen, sehen mich als Familie oder die sehe ich als Familie. Das heißt, Leute fragen mich, ja, hast du nicht Angst, dass die irgendwann mal auf dich losgehen? Ich meine, es ist ja immer noch ein wildes Tier. Jetzt, was ich da antworte, ist eigentlich, ich habe viel mehr Angst, dass ein Freund von mir ein Messer in den Rücken steckt oder was gegen mich macht, denn ein Tier, weil die Tiere, die sind immer ehrlich. Die wissen nicht, wie lügen. Die sagen mir in jeder Sekunde, in jedem Moment, haben sie Bock auf Kuscheln, haben sie Bock auf Rammeln und ein bisschen Spaß haben oder haben sie keinen Bock auf das oder, weißt du so, Ja.
habe schon so viele Menschen kennengelernt, die haben gesagt, hey, ich bin dein Freund und wenn du mich brauchst, bin ich immer für dich da und Geld spielt keine Rolle und dies und das. Und bei 80, 90% hat sich dann im Nachhinein herausgestellt, das war alles gelogen. Oder vielleicht in dem Moment war es so gemeint, aber im Endeffekt haben die hinterm Rücken ganz andere Dinge gemacht. Ich habe das noch nie von einem Tier erlebt. Wenn ein Tier mich töten will, dann sagt es es mir und dann weiß ich es. Und dann muss ich auch mit der Situation umgehen. Aber wenn ein Tier Liebe will, dann weiß ich es auch. Und ein Tier sagt dir nicht, komm her, ich will Liebe und dann tötet es dich. Das ist gegen die Natur. Die haben ganz klare Gesetze auch untereinander und ganz eine klare Kommunikation, viel klarer wie wir. Ja, mega krass. Also, schöner Vergleich, by the way. Also, da klickt es auch ja, so richtig bei mir, warum die Tiere vielleicht auch mehr geben als Menschen. Würdest du das unterschreiben, dass Tiere dir mehr geben können als Menschen? Es kommt drauf an, was geben. Wenn du über emotionale Befriedigung redest, absolut. Und es ist nicht die Menge, die es mehr macht, sondern es ist die Echtheit, die es nach mehr macht. Das heißt, es kann sein, dass du einmal eine Begrüßung von einem Hund in der Woche kriegst, die dir mehr gibt, viel kürzer ist, aber die dir mehr gibt, weil sie so echt ist, wie ein Partner, eine Freundin oder ein Freund, der dir jeden Tag sagt, ich liebe dich, es aber eigentlich nicht so meint. Ja, voll und ganz bei dir. Großes Echo an der Stelle. Ich möchte noch mal ganz kurz was sagen, was mir wichtig ist, weil ich das zutiefst respektiere, dass du diese Entscheidung getroffen hast gegen den ganzen Gegenwind. Und vielleicht fühlt der ein oder andere, der das jetzt hört, sich inspiriert, endlich mal das zu machen, was sein Herz ihm sagt und nicht das, was der Verstand ihm sagt. Dean, lass uns nochmal mitnehmen so in diesen Planungsprozess, weil wenn man so einen krassen Neuschritt geht und in so ein neues Leben dann wirklich final eintritt, wie viel Planungsaufwand war das für dich im Vordergrund? Weil ich glaube, es gibt viele Menschen da draußen, auch hier in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich und Co., die sagen, ey, ich hätte Bock wegzugehen in ein anderes Land und Co., aber sich immer so ein bisschen fürchten vor diesem ganzen Aufwand, der auch auf einen zukommt. Wie war das bei dir? Ist das so viel Aufwand, wie man sich das vorstellt, oder ging das relativ easy? Also es ist ein Riesenaufwand, vor allem, wieso, also es waren 2 Jahre Vorbereitung, Planung, Sparen und Dinge tun, die ich eigentlich nicht, die mir keinen Spaß machen, um dann schlussendlich nach Afrika gehen zu können und das Leben leben, das ich möchte. Und auch jetzt noch, obwohl ich das mache, was ich liebe, mache ich durch den Tag zum Teil sogar mehr Dinge, die ich nicht liebe. Denn die ich liebe, weil es sind die einen Momente, die 10 Minuten oder die halbe Stunde, die ich mit den Löwen verbringe, die mir die ganze Energie geben und die es das wert sind, alles andere zu machen. Das heißt, glaube nicht, dass dein Traumleben daraus existiert, nur das zu machen, was du total liebst. Du musst viele Dinge tun, um gewiss weit in gewissen Teilen im Leben das tun zu können, was du wirklich liebst. Und so sieht, das ist einfach die Realität. Es gibt nicht das Traumleben, das vom Moment an, wo du die Augen öffnest, bis zum Moment, wo du die Augen schließt, nur das machen kannst und tun kannst, was du über alles liebst. Ey, wirklich, wirklich. Das ist etwas, was ich auch so wichtig finde, weil als ich damals auch entschieden habe, ein eigenes Unternehmen zu gründen, war auch immer so die Auffassung, okay, da macht man ja nur noch das, auf was man Bock hat, man beschäftigt sich nur noch mit den Themen. Aber genau das, was du sagst, das geht mir gerade wie Öl runter. Ich habe auch das Gefühl, dass ich mittlerweile 90% meiner Tätigkeiten eigentlich Dinge sind, die nicht so cool sind, aber die 10%, für die ich es eigentlich gemacht habe und für die ich auch damals eigentlich angetreten bin, die geben mir halt so viel, dass die 90%, ja, ich sag's mal, wie es ist, Scheiße fressen, sich mit Problemen befassen, den ganzen Tag, das halt vollkommen überwiegt. Deswegen super schön, Absolut. dass du das irgendwie auch nochmal hier ansprichst. Planst du dein ganzes Leben dort zu verbringen oder bist du auch gar nicht so der Typ, der so ewig in die Zukunft plant und sagt, ja, ich bin jetzt hier und keine Ahnung, was passiert, aber für den Moment bin ich hier und das ist gut so? Oder sagst du, ja, ich plane hier auch mein restliches Leben? Also, ich sehe mein Leben eigentlich, mein Leben ist meine Mission und meine Mission ist global. Das heißt, ich habe mir hier das Zentrum aufgebaut. Da ist meine Tierfamilie, da ist das.
Da ist mein das Herz des Projekts. Das heißt, es wird mich immer wieder hier hinführen. Das wird meine Hauptstation sein. Aber ich sehe mich eigentlich überall auf der Welt, weil die Menschen sind die, weißt du, früher war es so, dass die Natur entschieden über das Leben der Lebewesen auf diesem Planeten, uns Menschen und der Tieren und all das bestimmt hat. Heutzutage bestimmen wir Menschen über das Überleben der Natur. Und es ist nicht umgekehrt wie früher. Das heißt, wir brauchen Menschen, die Natur lieben, die sich dafür einsetzen wollen. Und wie kann man die Menschen besser überzeugen oder irgendwie das Feuer in ihnen entfachen, wie ihnen persönlich zu begegnen, wie ihnen etwas zu bieten, das auf der ganzen Welt das inspirierend und auch aufklärend ist. Und darum sehe ich mich eigentlich, ich mache das jetzt schon global von hier aus, aber wir sind auch an verschiedensten Projekten dran, wie eine Global Wildlife Show und so, wo ich dann auf der ganzen Welt sein werde. Ich werde Speaking Tours machen, ich werde eine vielleicht Netflix oder Apple Show oder was auch immer es dann sein wird. Da wird so viel kommen, aber definitiv, das ist meine Basis hier, das ist meine Hauptstation und das wird mich immer wieder hierhin zurückführen. Mega geil. Wie kann man dich bei deiner Mission unterstützen? Also die größte Unterstützung ist eigentlich einerseits die Mission und also die Mission weiterzutragen auf den sozialen Medien, in der persönlichen Kommunikation mit Freunden, Familie und so, weil um das geht es eigentlich, dass man Tiere in die Herzen der Menschen bringt. Und je mehr Menschen wir haben oder ich habe, die zuhören, je mehr Menschen kann ich wiederum positiv beeinflussen auf die Tierwelt. Und die einen sagen einfach, hey, ich habe Tiere jetzt gern bekommen durch das. Andere sagen, hey, ich möchte sogar ein bisschen von meinem Lohn etwas spenden, egal ob das an mich ist oder an eine andere Superorganisation, einfach dem Wohl der Tiere. Und da gibt es wieder Dritte, die sagen, hey, scheiße, das ist so geil, ich will mein Leben dem widmen. Und egal auf welcher Stufe es ist, es trägt positiv zur Entwicklung unseres Wildlife auf unserem Planeten bei. Ich habe zum Teil, finde ich, die Wörter auf Deutsch nicht mehr, Nicht mehr. weil ich meine, weil ich es immer auf Englisch mache und dann ist so wie, was ist jetzt das eigentlich in Deutsch? Aber ja, das ist das eine, mich auf den sozialen Medien zu unterstützen. Und das andere ist über die Webseite, ich habe die Dean Schneider Foundation, das ist eine gemeinnützige Stiftung, registriert, zertifiziert und alles. Da kann man gerne für entweder allgemeine Spende machen und dann wird das für das verwendet, was man am meisten braucht hier. Oder man kann auch für ein bestimmtes Projekt spenden. Alle Informationen dazu findet man auf meiner Webseite. Mega cool. Also liebe Zuhörer, das findet ihr bei uns auch in den Shownotes. Lasst uns da, ich will da jetzt mal einen Aufruf für starten. Lasst uns da wirklich mal jeder, auch wenn es nur, man kann ja jede Summe spenden wahrscheinlich, oder? Ja, Ja. auch Lasst wenn uns es nur da, 5% oder so, das bringt lasst uns alles, Mann. mal, ja, lasst uns mal wirklich hier versuchen, ein bisschen was zu bewegen. Also das Ding ist in den Shownotes, der Link dazu. Und unterstützt, also wirklich, ich muss mich dafür jetzt nochmal stark machen, unterstützt Leute wie Dean. Ich werde da auch mein Bestmögliches geben und da auch ja, mindestens einen hohen dreistelligen Betrag nachher einzahlen. Oh. Ich will solche Sachen unterstützen, von daher würde ich mich freuen, wenn hier aus der Community sehr, sehr viele mitfolgen. Also Link dazu findet ihr in den Shownotes. Bitte einfach mal was zurückgeben. Jo, Danke vielmals für das. Schätze ich sehr. alles gut. Ich glaube, das ist das Mindeste, was wir machen können. Was mich noch interessieren würde, gab es so einen Moment, wo du richtig realisierst hast, oder lass es mich anders formulieren. Ich meine, das kann man jetzt nicht so anders sagen, du bist aktuell auch auf Instagram einer der relevantesten Persönlichkeiten. Wie gehst du damit um? Ich erlebe dich als sehr bodenständigen Menschen. Hat das irgendwas mit dir gemacht oder sagst du, irgendwie passiert das so schnell, dass man das gar nicht reflektieren kann, groß? Das Ding ist, der Erfolg oder die Aufmerksamkeit auf den sozialen Medien und einfach global durch News ist nicht, das war nicht gewollt. Das heißt, durch meine Mission und durch meine Passion, durch das, dass ich das gemacht habe, was ich liebe und mich selbst war, habe ich diesen Bekanntheitsgrad erreicht. Das heißt,
Und ich lebe immer noch da. Ich lebe immer noch im genau gleichen Haus und ich lebe immer noch genau den gleichen Lifestyle. Was auch sehr gut ist, ich lebe nicht in der Stadt, weil wenn ich zum Beispiel mal irgendwo in eine Stadt gehe, egal ob ich in Rio war, in Brasilien oder in Australien oder in der Schweiz, da Leute wollen immer Fotos machen und du hast immer so den High-Life-Position und so. Und es ist cool, es gibt dir super Bestätigung. Es wäre eine Lüge, wenn ich sagen würde, es ist scheiße. Es ist nicht, es fühlt sich geil an, wenn du so eine Bestätigung bekommst, aber bis zu einem gewissen Grad. Bei mir ist dann nach einer Woche oder so, ist dann bei mir schon wieder so, hey, ich will jetzt einfach wieder zurück, ich will jetzt einfach wieder mein Ding machen, das, für das ich eigentlich das Ganze angefangen habe. Und ich denke, es ist einfach wichtig, dass Geld oder Erfolg oder Aufmerksam hin oder her, du musst immer daran denken, woher kommst du und für was hast du es gemacht? Und sobald du deine Mission durch Geld oder Aufmerksamkeit änderst oder dich dem ergibst, das wird dein Ende bedeuten. Und das hat man schon so oft bei Leuten gesehen, die kommen, die werden eine Persönlichkeit in kurzer Zeit oder machen viel Geld in kurzer Zeit, deren eigentliches Ich beginnt sich zu ändern. Und somit auch der Erfolg. Und dann geht es wieder bergab. Das heißt, wenn man wirklich konstant erfolgreich sein will, dann denk daran, was hat dich erfolgreich gemacht und sei true to yourself. Wie sagt das? Sei ehrlich zu dir Bist du selbst. selbst, ja, mega wichtig. Mega wichtig. Ich glaube, Ja. also Lügen ist immer Kacke, aber sich selbst zu belügen ist, glaube ich, das Schlimmste, was man machen kann. Das ist das Schlimmste, weil du fängst sogar an, daran zu glauben. Das habe ich früher in der Schule immer gemacht. Wenn ich rausgehen wollte und meine Eltern gefragt haben, hast du schon für die Prüfung geübt oder hast du deine Aufgaben schon gemacht? Ich habe denen so oft ja gesagt, dass ich am Schluss vor dem Test war und eigentlich erst dann realisiert habe, Scheiße, ich habe eigentlich gar nichts gelernt. Und das ist genau das, das ist überall im Leben. Je mehr du dir selbst und andere belügst, belügst du dich selbst, du fängst daran zu glauben und es bringt deine ganze Planung und alles aus dem Gleichgewicht. Und so kannst du nicht erfolgreich werden. Ja, voll bei dir. Auch hier großes, großes Echo an der Stelle. Gibt es so einen proudest Moment, den du mit uns teilen willst? So einen Moment des Stolzes, wo du sagst, ey, Dean, ich glaube, also ich glaube, ich kenne dich jetzt erst seit, ich weiß nicht, 25 Minuten oder so, aber ich glaube, dass du ein sehr herzlicher Mensch bist und ein Mensch bist, der voll ackert für seine Ziele und auch richtig, richtig die Arbeit reinsteckt. Und trotzdem gibt es da so einen Moment, wo du dich auch selbst mal so ein bisschen auf die Schulter klopfen konntest und sagen konntest, ey Dean, das habe ich echt gut gemacht. Also wo du wirklich bewusst so gesagt hast, das habe ich wirklich gut gemacht. Ja. Ja, ich glaube, einer der einschneidendsten Momente war, als das ganze Lion Pride eigentlich zusammengekommen ist, weil all die Löwen, die ihr seht auf den sozialen Medien bei mir, die sind ja nicht relative to one another. Die sind nicht, wie sagt man dem, die sind nicht Familie, das sind nicht Brüder und Schwestern, nicht aus einem Rudel. Das sind verschiedene gerettete Tiere, die aus Gefangenschaft kommen. Und im verschiedenen Alter, und es ist eigentlich ziemlich schwierig, du musst die Tiere relativ gut kennen und deren Persönlichkeit kennen, um die dann zusammenzuführen und eigentlich eine Familie, ein Rudel draus zu machen. Und der letzte Step war eigentlich, und das wird man dann auch auf meinem YouTube-Channel, den ich heute übrigens launche, dann sehe ich, das ist alles noch Exklusiv-Footage, das habe ich auf Instagram noch nicht gezeigt, wo dann eigentlich der letzte Schritt war, dann Dexter den anderen vorzustellen. Und als das dann geklappt hat und ich dann bei der nächsten Fütterung gesehen habe, wie alle zusammen eigentlich das von dem einen Tier fressen und eigentlich wie ein wildes Löwenrudel leben und überlege, woher die kommen und was eigentlich deren Zukunft hätte sein können, wenn sie überhaupt noch eine Zukunft hätten oder nicht tot wären jetzt, dann war das schon so, boah, das hast du gemacht und das hast du mit ganz viel Dedication und Patience und ja, und das war dann schon ein schöner Moment, das zu sehen. Ja, glaube ich dir. Mega, mega schön. Gab es auch mal einen Moment, wo du gesagt hast, also lass uns mal kurz wechseln in das Gegenteil. Also nicht so ein Fuck-up-Moment, das machen wir auch oft hier gerne in dem Podcast, aber bei dir in dem Fall so ein gefährlicher Moment, wo du gesagt hast, boah, das war jetzt echt knapp, weil ich meine, man sieht es ja auf den sozialen Medien, wie familiär du mit diesen Tieren bist, aber am Ende des Tages ist da vielleicht auch mal eine Schlange oder was auch immer, wo du vielleicht nicht gerade kuscheln kannst. Die Frage ist, gab es einen Moment, wo du gesagt hast, Alter, das war jetzt knapp?
Ja, definitiv. Der heftigste Moment war, da war eine, ich war eigentlich am Frühstücken und da war eine Black Mamba. Das ist in Afrika die giftigste Schlange und weltweit die tödlichste Schlange, weil sie sehr aggressiv ist und auch eine von der größten Giftschlangen. Und die war an einem Gate, gerade neben dem Babycamp. Da waren die, da war Snow, Leo und Nyla waren in dem Babycamp, als sie noch kleiner waren. Und dann hat ein Arbeiter von der Farm, der hat da geschrien und gesagt, Schlange, Schlange, Schlange. Und da bin ich rausgerannt. Da gibt es auch ein Video dazu. Und dann war dann eigentlich, als ich zur Schlange hingerannt bin, ist sie direkt ins Babycamp reingegangen. Jetzt, wenn die jungen Löwen, die noch keine Ahnung haben, ist das ein Riesenwurm oder was ist denn das? Und dann, weißt du, dann sind die noch zu mutig, weil sie Löwen sind, dann wollen sie mit der Schlange spielen oder weiß ich was. Das hätte der Tod bedeuten können. Okay, Das heißt, ich wusste, das heißt, ich muss das Ding da rausnehmen. ja. Und diese Story, also die war recht heftig, weil als ich sie dann eigentlich rausziehen wollte, hat sie sich umgekehrt und ist auf mich losgegangen. Und da bist du erst erschrocken, weil normalerweise, ich habe schon viele andere Schlangen gefangen und relocated, also wieder zurück in die Wildnis gebracht, wenn sie ums Haus herum sind und so. Kobras und Ottern und weiß ich was alles. Also Puff Adder, ich weiß nicht, wie man, Puff Otter, ja. Aber die sind nicht zu vergleichen mit der Black Mamba. Und das war ziemlich knapp da und das war auch ziemlich gefährlich. Da Okay. war ich, ja, da war ich super unter Adrenalin. Aber es war Na. cool. Sehr cool. Also du brauchst auch ein bisschen den Adrenalinkick. Ja, absolut. Das ist wie meine Droge. Ich habe nie in meinem Leben Drogen genommen. Ich rauche nicht. Ich nehme nichts anderes. Aber Adrenalin, das ist wirklich so. Ja, das brauche ich einfach. Das ist egal auf welche Art und Weise. Es muss einfach irgendwie. Das zeigt dir, dass du wieder, dass du am Leben bist. Und ja. Ja, cool. Okay. Lass uns zum Ende, ich weiß, dass du gleich wieder auch in den nächsten Termin musst, lass uns zum Ende noch eins, zwei Spiele spielen, wenn du Bock drauf hast, Ja. und dann noch eine abschließende Frage stellen. Okay. Erstes Spiel heißt Inside My WhatsApp. Ich bin mir relativ sicher, dass du irgendwann mal ein Buch schreiben wirst und vielleicht wird dir dieses Spiel helfen, einen Titel für dein Buch zu finden. Und zwar spielen wir das sehr oft mit Bestseller-Autoren hier in der Show. Geht wie folgt. Hast du gerade dein Handy irgendwo greifbar, zufällig? Ja. Okay. Geh mal bei dir in WhatsApp rein und schau, was die letzte von dir geschriebene WhatsApp-Nachricht ist. Also was ist die letzte von dir geschriebene WhatsApp-Nachricht? Und das wäre im Umkehrschluss der Titel deines nächsten oder deines ersten Buches. Haha, nee, Energy. Ist doch, könnte Keine Ahnung. passen, oder? Ah, nee, Energy. Das ist ein Radiosender in der Schweiz und die haben heute irgendwas über mich berichtet und dann hat sie gesagt, ah, ich habe gedacht, das sei SRF1 und da habe ich ihr geschrieben, haha, nee, Energy. Okay. Aber könnte man auch anders verstehen, wenn man jetzt nicht den Kontext zu dem Radiosender kennen würde. Und dann würde es gar nicht so unpassend sein, finde ich, vom Buchtitel zu der dir als Mensch. Ja, könnte sein. Als nächstes würde ich gerne mit dir entweder oder spielen. Ich klatsche dir einfach zwei Begriffe um die Ohren und du musst ganz intuitiv sagen, für was du dich entscheidest. Okay. Okay, ruhiger Netflix-Abend oder Party machen gehen? Ruhiger Netflix-Abend. Was guckst du? Guckst du viel Netflix? Immer mehr gerne, ja. Also meistens so Dokumentationen und so. Und was ist halt so, keine Ahnung, über Killer und über so die speziell, wenn so in die Gehirne der Menschen zu schauen, wie sie denken, was sie machen oder klar, wie zum Beispiel Our Planet oder Planet Earth. Aber von denen gibt es nicht so viele super interessante Shows. Ich hab jetzt die Erde bei Nacht geguckt. Hast du das gesehen? Erde bei Nacht? Nee, habe ich nicht gesehen. Zieh's dir Und mal das ist rein, da eine. geht's auch, ja, Tierdoku, auch in Afrika, glaube ich, überwiegend. Ja. Werde ich sicher mal abchecken. Sehr cool. Dann Herz oder Kopf? Herz. Chaos oder Ordnung? In Bezug auf mich oder
im Leben, was wichtig ist? Also generell, lass mal wirken. Also was bist du eher so der Typ, der sagt, ey, ich Chaos. beherrsche das Chaos oder ich liebe die Ordnung? Ah, beherrsche das Chaos. Okay. Spannende Frage, vielleicht auch für dich überhaupt nicht, aber ich schon, finde es schon spannend. Was interessiert dich mehr, Religion oder politische Meinungen, Auffassungen? Also anders formuliert, Religion oder Politik? Ich habe das Gefühl, das hängt voll miteinander zusammen irgendwie. Okay, spannend. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, Religion wahrscheinlich, weil Okay. es mehr Mensch ist und weniger Zahlen und Geld. Also klar, auch in Religion geht es um Geld, aber es ist mehr so eine Überzeugung vom Mensch und Politik ist halt mehr so sachlich. Ja, got you. Voll bei dir. Letztes Spiel, das nennt sich Google Suggest. Das heißt, ich habe vor unserem Interview einfach deinen Namen gegoogelt und geguckt, was Google als Vorschläge in Kombination mit deinem Namen ausspuckt. Was glaubst du, googeln die Leute aktuell so mit am meisten über dich? Irgendwas mit Löwen wahrscheinlich. Der War Löwen. jetzt, war bei mir gar nicht dabei tatsächlich. Oh, echt? Ja. Instagram Star oder Instagram, ja. keine Ahnung, ey. Ich beschäftige mich nicht so mit Löwen. Ich Ja, google alles mich gut. nicht so mit. Alles gut. Ich habe Was es ja war? dafür getan. Es war tatsächlich Alter dabei, also wie alt du bist. Dann natürlich Instagram. Haben die das richtige Alter gesagt? Wie bitte? Haben die das richtige Alter gesagt? Weil ich habe das auch schon gesehen. Einmal auf Wikipedia stand, dass ich 31 bin. Ich glaube, das war ein englisches Wikipedia oder so. Also ich habe jetzt bei Google 27 gefunden. Ja, das stimmt. Okay, cool. Ja. Also Alter wurde gegoogelt, viel von den Menschen, Instagram, dein Account halt. Dann wurde dein Name im Verhältnis mit dem Begriff Farm gesucht in Deutschland, also deine Farm. Dann einfach South Africa und Freundin. Freundin. Ja. So geil. Okay. Darfst und willst du was dazu sagen zum Thema Beziehung? Ja. Ich glaube, das Nee, ist interessiert eine super. viele deiner Ja. Follower. Ich habe das auch schon, vielleicht müsste ich das wieder mal erwähnen auf den sozialen Medien. Also ich bin Single seit 1,5 Jahren, aber ich hatte eine 6 Jahre jährige Beziehung hinter mir und ich habe immer noch ein super Verhältnis zu ihr. Und wir sehen, was die Zukunft bringt, aber momentan seit 1,5 Jahren bin ich Single. Okay. Lassen wir so stehen. Und ganz zum Abschluss, ja, würde ich dich noch eine Sache fragen wollen. Hast du irgendwann mal vor, Kinder zu haben? Vielleicht große Frage für jemanden in unserem Alter, aber bist du da klar für dich? Ja, definitiv. Also sobald meine ganze Mission und das Ganze, was ich da am Aufbauen bin, ein bisschen stabilerer Boden hat und auch schon gewisse Sachen bewirkt hat, also so, dass ich sagen kann, guck, ich habe jetzt ein Level erreicht, wo ich wirklich zufrieden mit der ganzen Bewegung und was es bewegt hat, zufrieden bin. Dann bin ich eigentlich ready für Familie. Wann das ist, ob das in 5 Jahren, 3 Jahren, 10 Jahren ist. Vielleicht sage ich auch nächstes Jahr, hey, scheiße, ich will wirklich eine Familie, weil das Bedürfnis irgendwie aufkommt. Momentan ist das nicht so. Ich habe meinen Fokus auf meiner Mission. Familientechnisch will ich sicher ein Kind, das von mir ist. Und dann vielleicht noch zwei, drei Kinder, die ich adoptieren will. Weil das Ding ist, ich behaupte oder ich glaube, dass wir Menschen, unsere Population wächst so oder so viel zu schnell. Es gibt viel zu viele von uns auf diesem Planeten schon. Und es gibt auch viel zu viele Kinder, die keine Eltern haben und die kein Zuhause haben. Also anstatt einfach weiterhin ganz, ganz viele eigene Kinder produzieren, klar für das eigene Wohlbefinden, dass du deine Gene auf diesem Planeten weiter bringst, so das ist das Urbedürfnis von der Fortpflanzung, würde ich schon gerne mein eigenes Kind haben und dann aber gerne auch 2 bis 3 Kindern die Möglichkeit geben, ein Leben zu leben, ein geliebtes Leben zu leben und ein schönes Zuhause zu haben. Mega.
Coole Einstellung zum Thema Familie, finde ich cool. Auch das Thema mit der, sag ich mal, Überbevölkerung. Warum habe ich die Vorfrage gestellt? Weil jetzt die Hauptfrage kommt. Stell dir vor, deine Kids kommen zu dir und sagen: Papa, bitte gib mir einen einzigen Rat für meinen weiteren Lebenslauf. Welchen würdest du ihnen mitgeben? Folge deinem Herzen. Yes, Sir. Tu Mega. das, was du willst. Ja. Folge deinem Herzen. Ich glaube, darauf können wir den Sack hier zumachen. Lieber Dean, es war mir eine Ehre, wirklich dich hier heute im Podcast begrüßen zu dürfen. Vielen, vielen Gemacht. Dank für deine Zeit. Ich habe auch vorher Priscilla, also mein Team hat Priscilla gefragt, ob wir Dean irgendwie auf unser Founder Summit bekommen und dort mit 7000 Menschen ein cooles Fest mit dir feiern können. Es geht leider zeitlich nicht bei dir, das wäre Mitte Ja. April gewesen, aber wer weiß, ich gebe nicht auf, ich würde dich gerne auch mal auf unserer Bühne sehen. Wenn du eh vorhast, Speaking-Touren zu machen, vielleicht schaust du mal bei uns vorbei. Absolut. Klingt Yes, Sir. gut. Sir, Okay. nochmal ganz am Ende in den Shownotes, liebe Zuhörer, findet ihr natürlich seinen Instagram-Account, seinen YouTube-Channel, wenn er heute eh gelauncht wird, packen wir den mit rein. Ganz, ganz wichtig, die Website, wo ihr spenden könnt, bitte, bitte machen. Und nochmal, Dean, danke für deine Zeit und bis bald. Danke dir auch vielmals, hat Spaß gemacht. Bis bald, Okay, viel ciao, ciao. Erfolg. Ciao, ciao. Ciao, ciao.